Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild in der Linkle Edition. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sollen ja das Schwert der achten Kriegerin finden und das soll sich angeblich irgendwo auf dem Gerudo-Gipfel befinden. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal einen Ausflug Richtung Gerudo-Gipfel. Wir haben natürlich jetzt die Schneestiefel nicht dabei, die wurden uns leider verwehrt. Aber wir sollten dennoch irgendwie dort hochkommen. Und ihr seid aber richtig gemein hier. Lasst mich mal. Oh, hier ist noch ein Kopf. Geh mal weg. Meine Güte. So, eure Hauer nehme ich mit. Den Chili könnte ich theoretisch gesehen auch brauchen. Und ich könnte ja. Moment, warum habe ich mein Krockhut nicht auf? So. Jetzt werden wir vielleicht sogar noch den ein oder anderen Krok finden. Ich habe noch zweimal Rivalis Sturm. Da sind Bocklins. Ich verschwinde mal lieber hier. Was ist das hier hinten? Da ist definitiv irgendwas zum Wegsprengen. Das könnten sogar Aufwinde sein, damit wir besser hier nach oben kommen. Das werden wir doch gleich mal untersuchen. Ja. So ist es. Sehr gut. Dann müssten wir eigentlich. Ohne Probleme hier. Und hier ist sogar ein Krockrätsel, oder? Okay. Wofür brauche ich das denn? Oha. Sag nicht, wir müssen das ganze Ding hier nach oben bewegen. Ah, okay, ich höre schon den Krog. Aha, hier oben ist auch das. Okay. Hier sind aber noch so ein paar. So, ihr geht mal weg. Ihr lasst mich mal in Ruhe. Oh. Rache, sehr gut. So, trotzdem schauen. Wo bitteschön kommt das Trauen? Kann ich den eigentlich. Treffe ich dich? Oh. Falknerbogen fallen gelassen. Aber irgendwas ist schon abgeflogen, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Das ist nur so eine hässliche Fledermaus da. Oh nee. Mann, lasst mich einfach in Ruhe hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will das Krockrätsel lösen. So. Jetzt ist gut hier. So. Kommt das hier oben drauf? Hier an der Seite vielleicht dran? Eigentlich hier unten rein, oder? Eigentlich müsste der doch hier unten reinpassen.
Ach, komm doch mal her hier. Geht doch. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Schwert. Hier ist auch noch ein Aufwind. Okay. Ritterbogen kann ich nicht mitnehmen. Aber hier kommen wir definitiv nach oben. Da brauche ich nicht mal Rivalis Sturm. Okay. Uns natürlich hier ein bisschen umsehen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich laufe einfach mal hier gerade rüber, denke ich mal. Ich hoffe doch mal, wir begegnen keinem Leunen. Gegen den habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott. Also meine Ausdauer hier lässt ganz schön zu wünschen übrig. Hier im Schnee. Das ist schon krass. Okay, ich sehe aber immer noch nichts, was wie ein Schwert aussieht, oder? Oh, doch, guckt mal da drüben. Ha! Da drüben, das sieht aus wie ein Schwert. Und da ist auch ein Leune. Guckt mal. Ja. Ich muss mich irgendwie an denen vorbeischleichen, damit ich zu dem Schwert komme. Reicht das nicht sogar, wenn ich das von hier fotografiere? Okay. Dann brauche ich mich nicht mal mit den Leuten hier oben anlegen. Weil ich habe ja nicht so viel Power. Ah, ich müsste aber wieder mal eben platt machen, ne? Und hier hinten gibt es auch noch irgendwo ein... Gibt es auch noch einen Krog? Vielleicht könnte ich mir den ja vielleicht noch holen. Bevor wir uns dann die Schneestiefel holen. Und die Energie hier, das ist Wahnsinn. Lässt so schnell nach. Ja. Oder mal den... Könnten wir doch eigentlich rechts liegen lassen, da den Exile Force. Ach, da ist ein Steinkreis. Gut. Dann kann ich ja den Stempel löschen. Muss ich natürlich nur einen Stein finden und muss den ja irgendwie hier hochkriegen, ne? Das funktioniert, glaube ich, nur mit Stasis. Hier drüben auf dem Berg liegt ein Stein. Soll ich den jetzt von hier drüben wirklich bis dahin schießen? Das ist, glaube ich, verlangt. Kriege ich nie im Leben hin. Komm raus.
Na komm, na komm. Zeig dich. Okay. Ich werde es einmal probieren. Na, großartig. das hat nicht so richtig geklappt, glaube ich. Eieieiei. Eieiei. Ich glaube, den Krog, den müssen wir ein anderes Mal. Ich könnte ihn vielleicht von dort oben runterschleudern. Ah, bleib oben liegen. Ich krieg den aber auch nicht anders. Dort hoch. Es wäre wirklich Glück, wenn der jetzt dort oben liegen bleiben würde. Okay. Okay, wir machen hier ein neues Symbol hin und gehen zurück nach Gerudo-Stadt. Wir haben ja das Schwert fotografiert. Sie hat, oder er hat ja nicht gedacht, dass wir das hinbekommen. Aber wir sind ja gut. Das heißt, die Schneestiefel gehören uns und wir können weiter auf Suche nach weiteren Schreinen gehen. So, ich muss aber, glaube ich, meinen Damenschleier anziehen, ne? Sonst redet der ja nicht mit mir. Moment, ich habe aber die Wüstenstiefel, habe ich ja. Also die Sandstiefel, mit denen kann ich ja ganz normal hier über Schnee laufen. Ich hoffe doch mal, das Foto hat gezählt. Du bist es? Ja, ich bin es. Jemand hat mir erzählt, er hätte dich auf der Gerudo-Hochebene gesehen. Da habe ich mir große Sorgen gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass du dich ohne Schneestiefel an so einen Ort wagst. Wie ist es gelaufen? Tja, sieh dir das mal an. Was? Du hast es wirklich gefunden? Ja. Und du hast es ohne Schneestiefel gefunden? Die Gerudo-Hochebene ist selbst für einen starken Mann wie mich zu gefährlich. Wie ist das möglich? Gib mir die Stiefel. Oh, ja, natürlich. Immerhin hast du dein Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Da werde ich doch mein Wort, das Wort einer schönen Dame gegenüber nicht brechen. Warte, ich ziehe sie ja schon aus. Soll ich deine muffligen Stiefel anziehen? Naja. Schneestiefel, für das Erklimmen von Bergen gemachte Stiefel, die das Gewicht des Trägers so verteilen, dass er mit ihnen ohne einzusinken über Schnee laufen kann. Wird auch barfuß schon irgendwie gehen. Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Ich habe jetzt echt erst wirklich verstanden, wie viel du mir bedeutest. Deine unstillbare Gier, deine unnachahmliche, schroffe Art, dein unbeugsamer Wille. Also, willst du nicht vielleicht, also mit mir willst du meine... Keine Chance. Oh, ich wusste ja, dass meine Chancen schlecht sind, aber dass du mich nicht mal ausreden lässt... Das vergessene Schwert und wir haben die Schneestiefel bekommen. Sehr gut. Okay, dann gucken wir mal, wo wir weitermachen. Ich habe ich nicht hier oben noch irgendwo einen Schrein? Ja, hier ist noch ein Schrein. Da müssen wir dann, glaube ich, entweder von hier... Oder von hier oben, weil da könnte ich mir vielleicht noch den einen oder anderen Krog holen. Mal schauen. Tja, Schneestiefel sind schon was Feines. Wir können jetzt nämlich richtig gut über Schnee laufen. Und jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder in der Höhle, ne? Ja, ich weiß, du frierst, ist ja logisch. So, du frierst immer noch. Schneestiefel.
Vielleicht, mit dem Feuerschwert friere ich nicht. Achso, ich will ja sowieso meinen Krockhut aufsetzen, ne? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir mal gucken. Also, wir müssen definitiv erstmal hier raus. So, und dann hier hinten hoch. So, hier nach oben. Hier soll sich auch irgendwo ein Krok befinden. Ja, mal sehen, ob wir den finden. Zwei sollen hier sogar sein. Okay, das sieht doch voll nach Krok aus, oder? Du hast mich entdeckt. Sehr schön, und dann soll hier drüben noch einer sein, irgendwo. Warte mal, ich lasse ich mal. Wo genau soll der hier sein? Ist der irgendwo hier drinne? Ja, könnte eigentlich nur der sein. Sehr gut. Da haben wir ja die beiden auch gefunden. Und dann können wir darüber weitergehen. Da müsste ja theoretisch gesehen auch noch irgendwo einer sein. Beziehungsweise mehrere. Na, dann schauen wir mal. Ob wir hier irgendwo fündig werden. Ich muss weiter hier rüber. Also auf jeden Fall ist es hier ziemlich kalt. Was ist das denn da, ein Bär? Ist der jetzt hier oben? Oder hier unten? Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Vielleicht bei den Bäumen? Ne, hier oben wackelt nichts. Aber wo bitteschön soll der hier unten sein? Ah, eine Krokblume, okay. Okay, du führst mich also hier nach oben. Puh, okay, also erstmal den Stempel löschen. Wie weit soll ich dir jetzt folgen, mein Lieber? Bis ganz nach oben auf die Spitze? Also ich kann ja nicht meine Kletterausrüstung anziehen. Notfalls mit Rivali Sturm, aber es geht auch so. Sehr schön. Hab dich gefunden. So, und jetzt müssen wir in die Richtung, glaube ich, weiter. Ja. Wir bleiben am besten hier oben. Falls der andere Krok, den ich mir markiert habe, irgendwo hier oben ist, dann brauchen wir nicht... Oh, das war knapp. Aber okay. Ich schwebe einfach hier rüber. Ach, sieht das gut aus. So.
Der nächste sollte sich... Okay, da kann ich erstmal meine Energie aufladen. Sehr gut. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon eine weitere Krokblume. Eine weitere Krokblume. Okay. Ach, muss ich schon wieder klettern? Echt jetzt? Gar nicht so einfach, die Crocs hier alle zu verfolgen. Okay. So. Hier kann ich noch laufen. Oh Mann. Der bringt mich garantiert ganz nach oben auf den Berg. Hundertprozentig. Aber Linkel ist halt nicht die schnellste hier, ne? Hier ist sogar ein Schrein in der Nähe. Okay. Erstmal den Krok holen. War schon lange kein Blutmund mehr, ne? Ach ja, alles gut, alles gut. Oh, hier ist ein Steinkreis. Sehr schön, du lässt mich in Ruhe. Jetzt muss ich gucken, wo bitteschön fehlt hier was. Bei der Spirale. Könnte ja eigentlich fast in der Mitte sein, oder? Und natürlich den Stein finden. Hier geht die Spirale los. Den kann ich ja nicht wegnehmen. Mhm. Der könnte eigentlich theoretisch gesehen nur in der Mitte fehlen. So, bisschen Grillluxuswild. Maxi-Trüffel. Ein Elch, ein Hirsch. Nee, ein Fuchs. Nee, ein Wolf. Also hier unten definitiv nicht. Dürfte ja eigentlich auch nicht so weit sein. So weit weg sein. Da ist er. Die Frage ist natürlich, wo fehlt er? Ach, okay, ich sehe es. Ich sehe es. Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, dass hier in der zweiten Schleife der Spirale dieser Stein fehlt. Sehr gut. Okay, und auf jeden Fall... Wie gesagt, hier muss sich irgendwo auch ein Schrein befinden.
Und ein Krog. Aha. Okay, Felswand. Oh, das ist der Krog, das ist gar nicht der Schrein. Schade, ich habe jetzt gedacht. Wo soll der noch weiter unten sein? Okay, da drinnen sehe ich ihn. Was willst du jetzt schon wieder von mir? So, weg mit dir. Okay, hier geht's nach oben. Oh, wie komme ich bei den zu den Schreien rein? Also ich sehe ihn hier. Kann mich da aber nicht durchquetschen. Vielleicht von der Seite? Nee. Da krieg ich ihn auch nicht hoch. Hier ist ein Kroggy. Das hier oben kann ich da auch nicht fest. Kann ich da auch nicht kaputt machen, oder? Nee. Und von noch weiter oben rein kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Von weiter drüben. Tja. Also wie gesagt, Schrein gefunden ist halt nur die Frage, wie kommen wir da rein? Vielleicht irgendwie von hier oben. Oh, es kommt gleich Blutmond. Das ist natürlich... Moment, wisst ihr, was ich da mache? Da teleportiere ich mich dahin. Und dann können wir das, den Schrein noch machen. Also die Kashiwa-Quest. Kash
weil der leuchtet nämlich jetzt schon und ich muss mich hier definitiv ganz nackig machen jetzt. So. Und dann stelle ich mich auf den Sockel und dann erscheint der Schrein. Das ist nämlich die Aufgabe gewesen bei dieser Schrein-Quest. Das Problem ist natürlich, jetzt bin ich wieder ziemlich weit weg von dem anderen Schrein. Aber vielleicht findet man da ja auch noch irgendwo ein irgendwo auch noch ein Weg. So, die Nacht des Blutmondes geschafft. So, dann gehen wir halt einfach mal nackig rein hier. Weil das sollte eigentlich nur ein Belohnungsschrein sein, so viel ich weiß. Weil wir haben ja die Quest mit dem Blutmond gelöst. Oh, und Winkel ist immer noch nackig. Kampfschrein, alles klar. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mitaroki. Im Namen der Göttin Hylia soll deine Kraft geprüft werden. Kraftprobe Mittel, alles klar. Dann nehmen wir unsere beste Rüstung, das Ding. Und dann wollen wir das mal noch machen. Ich habe mal ja, geht's ja hier ein bisschen schneller, ne? Aber den Schrein machen wir noch. Dann haben wir halt zwar eine etwas längere Folge, aber das ist egal. Okay, das war's. Wächterschild kann man nicht mitnehmen. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, wo der ist, aber ja. Ui, ich bin voll ausgepowert. Aber egal. Ein paar Achsen, ein paar Schrauben. Und dann können wir wieder am besten auf die Eislanze. Holen uns unsere Belohnung ab und dann ist die Folge vorbei. Sehr schön. Ein Eisschwert schon wieder. Okay, ich nehme es mit. Aber wichtig ist ja sowieso nur die... Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du die auserwählte Heldin. Dum, 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 dum. 5 Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Wir beenden die Folge. Ich werde in der nächsten Folge nochmal zu dem anderen Schrein gehen, wo wir gerade waren. Und dann müssen wir uns da mal noch ein bisschen schlau machen. Oder ich mache mich mal schlau, wie wir an diesen Schrein kommen. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Linkel würde sich auch freuen. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Nein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.